Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal und diesmal was komplett anderes, mal kein Hilfsvideo, keine Ahnung was, kein Funny Moments, sondern mal Top 5 der geilsten Spitzhacken oder halt die geilsten Spitzhacken. Es ist meine Meinung, ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, was eure Meinung ist, aber es ist meine Meinung, jeder hat eine andere Meinung und ja, fangen wir auf jeden Fall mal an mit Platz 5. Platz 5 ist der Toothpick oder Schneidezahn, glaube ich, auf Deutsch. Und zwar ist es ein, keine Ahnung, wie ich es nennen soll, es ist einfach eine Spitzhacke. Ich denke mal, viele werden sie kennen, viele werden sie nicht mögen, viele mögen. Es gibt, das ist so balanced bisschen da bei der Spitzhacke. Viele hassen sie, viele mögen sie. Und zwar ist so eine komische Keule, einfach so halt im alten Style, so als hätte es so ein, keine Ahnung, so ein Urzeitmensch gemacht oder weiß was ich, einfach so eine Spitzhacke mit so einem riesen Zahn. Von was dieser Zahn sein soll, weiß ich nicht. Und dann das Ganze ist mit einem Seil befestigt, man sieht so die ganzen Umrisse bzw. die Spuren, dass es benutzt worden ist, dass es schon älter ist. Und das feiere ich einfach, weil es so detailgetreu ist. Man sieht so, wie das Seil noch durch diesen Schläger da durchgeht und das finde ich unnormal nice. Natürlich seht ihr auch jetzt einen Clip im Hintergrund dazu, ganz einfach. Und drei davon sind erspielt von mir, weil ich drei Spitzhacken von diesen fünf habe und zwei nicht. Natürlich, wenn sie im Shop sind, würde ich sie mir alle holen. Den einen habe ich verpasst, aber relativ. Kommen wir dann auch schon zu Platz 2. Platz 2 ist der Instigator oder ich glaube, ich weiß nicht, wie er auf Deutsch ist. Heißt aber egal, jedenfalls ist es die Twitch-Spitzhacke. Ich muss sagen, dafür, dass man sie quasi gratis in Anführungszeichen holen kann, ist sie unnormal nice. Ich feiere sie unnormal. Es fühlt sich einfach, die kann man so schnell bewegen, man fühlt sich einfach, wenn man Tilted Towers landet und die ganzen Möbel abbaut, das ist so richtig schnell, das feiere ich übelst. Ich keine Ahnung warum, aber ich feiere das auf jeden Fall übelst. Dass man so, das sieht einfach so schnell aus, so als wenn man so, wenn man ein bisschen hektisch unterwegs ist und viele Kills machen will, sieht das auf jeden Fall fresh aus. Natürlich auch davon ein Gameplay im Hintergrund, auch von mir erspielt, beziehungsweise nicht erspielt, aber aufgenommen. Weil es ja, sieht ja nur, wie ich abbaue und ich Kills mache. Aber auf jeden Fall sieht das unnormal nice aus. Ich feiere das Rote da oben mit dem Dings. Generell feiere ich so kleine Spitzhacken, die ein bisschen dünner sind, so ein bisschen, ja, keine Ahnung. Ich feiere das. Natürlich ist auf Platz 3 jetzt auch schon, ist es das Rainbow Smash, ich glaube, Einhornschlag, Regenbogenschlag, keine Ahnung, wie es auf Deutsch jetzt heißt genau, aber feiere ich die auch unnormal. Ich weiß nicht warum, am Anfang habe ich nicht so gefeiert, aber als ich die dann mal gesehen habe, so im Gameplay, im Video, habe ich die unnormal gefeiert. Ich weiß nicht, warum, es ist einfach mal was anderes, es ist nicht einfach irgendwas so standardmäßiges, sondern es sieht einfach unnormal geil aus, wenn du schlägst, es macht so einen geilen Sound, es ist einfach zu lustig. Ich feiere die vielleicht auch noch wegen diesen Rädern da unten, die sind ein bisschen unnütz, aber ja, ich find die schon mal so ein bisschen scherzmäßig, aber lustig ist sie auf jeden Fall. Und die habe ich leider nicht, die habe ich ziemlich oft verpasst, da war ich nämlich nie online, als sie im Shop war. Aber feiern tue ich sie auf jeden Fall. So, kommen wir auch schon zum zweiten Platz. Der zweite Platz ist natürlich der Party Animal. Es, der Party Löwe auf Deutsch. Er ist unnormal geil, muss ich sagen. Ich feiere ihn übelst. Es war ein Skin, den ich schon immer haben wollte. Ich bin bei Season 3 erst gekommen. Und ich feiere ihn unnormal. Ich wollte die ganze Zeit, dass er rauskam und dann an irgendeinem Tag habe ich so gesagt, morgen kommt der doch. Und dann ist er morgen wirklich gekommen. Ich habe ihn mir natürlich direkt gekauft. Ich feiere es einfach, wie geil der aussieht mit diesem Fass da oben. Ich weiß nicht warum, aber ich feiere es böse. Er ist unnormal geil. Und ja, was soll man dazu sagen? Jeder weiß, dass der unnormal geil ist. Du fühlst dich einfach so mächtig, wenn du mit dem Ding haust. Es macht einen lustigen Sound, wenn du damit schlägst. Es läuft auch noch so an den Seiten aus und alles Mögliche. Also das ist wirklich so im Moment so eine Spitzhacke, die ist unnormal geil. Aber natürlich kommt nichts, rein gar nichts an den Platz 1 ran. Und der Platz 1 ist natürlich die Sense der Reaper.
Das ist die geilste Spitzhacke, die es gibt. Hätte ich die bekommen, oder die soll einfach nochmal rauskommen, denn die ist unnormal geil. Ich würde mir niemals mehr eine Spitzhacke kaufen, wenn die rauskommen würde. Ich würde die direkt dauerhaft spielen. 24/7 würde ich spielen. Denn sie ist einfach so geil. Es sieht so geil aus, wenn du abbaust. Du fühlst dich einfach wie der Boss, wenn du die hast. Es ist einfach, keine Ahnung. Sie ist einfach unnormal geil, wie die Sense aussieht. Du fühlst dich so mächtig. Und du schlitzt die Gegner auf und alles. Und das sieht so geil aus. Du fühlst dich, wenn du, wie gesagt, auch bei den anderen, wenn du so hektisch spielst, keine Ahnung, das sieht einfach so aus, als wärst du so der größte Ninja. Keine Ahnung, Mann. Als würdest du so einfach, ich kann es nicht beschreiben. Es ist einfach unnormal geiles Feeling mit dem Shit. Ich würde sie unnormal gerne haben und ja, würde sie auch unnormal spielen. Auf jeden Fall. Schreibt in die Kommentare, was eure Top 5 sind oder welche Spitzhacke ihr unnormal feiert oder ob ihr dieselbe Meinung habt. Und ja, ich würde sagen, man sieht sich beim nächsten Video und haut da rein. Ciao.